Heini Müller wird 90. Am vergangenen Samstag stand zum Ehrentag der Clublegende die große Feier im Restaurant Waldblick am Vereinsgelände der TSG 08 Rot an. Ich gehe links durch, der Verteidiger kommt bei Eishockeyspieler, Bodycheck, ich liege da draußen auf der Aschenbahn, da hat es so ein Regel, dann haben sie mich reintragen, der Doktor hat mich behandelt, da kommt der Trainer rein, was hat er denn? Der Doktor hat Schlüsselbeinbruch und so weiter. Der soll schade, dass er rauskommt, ich liege 1-0 zurück. Vor Ort waren alte Freunde, Vereinsangehörige und die hochrangigen Repräsentanten des 1. FC Nürnberg. Unsere Vorstände Dieter Hecking und Nils Rosso ehrten Heini mit Worten. Ich war noch gar nicht geboren, da bist du deutscher Meister geworden 1961. Ich glaube, das ist schon außergewöhnlich, wenn ich dann als Fußballer der Neuzeit, sage ich mal, einen Spieler der älteren Generation treffen darf und dann zum 90. Geburtstag auch noch was sagen soll. Ich bin nicht der ganz große Redner, der Landrat, so gut kann ich es nicht. Ja, nichtsdestotrotz, Heini, erstmal alles Gute zum 90. Geburtstag vom 1. FC Nürnberg, von uns, von dem Fußball her. Aber auch durch eine große Überraschung. Weil du so viel Besonderes für den 1. FC Nürnberg getan hast und da sind wir dir von Herzen zu Dank verpflichtet, wollen wir das Ganze heute symbolisch auch nochmal tun und wir werden es beim nächsten Heimspiel auch nochmal tun. Der Block 33 im altehrwürdigen Max-Morlock-Stadion heißt von nun an. Oh. Heini Müller. Ab dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wird Block 33 also Heini Müller gewidmet sein. Der Meisterspieler und Finaltorschütze von 1961 durfte sich abgesehen davon noch über eine lyrische Darbietung schon mit 4 Jahren in Peru noch barfuß ohne Fußballschuh erlernte wie durch Zauberei die filigrane Dribbelei. Eine Anekdotenreise mit seinem alten Journalistenfreund Hans Pühn. Da hat der DSV Rot, die Jugend, die Chance gehabt, am Club vorbeizuziehen und Bezirksmeister zu werden, also mittelfränkischer Meister zu werden. Sie haben das erste Spiel gewonnen. Der Club hat nur 3-3 in Ansbach gespielt. Und dann ist das Spiel, das entscheidende, Rot gegen Nürnberg im Stadion im Zabber ausgetragen worden. Als Vorspiel von Olympiamannschaften Deutschland und England. Also waren 30.000 Zuschauer im Stadion, wie der Heini und der Ludwig ihr erstes Spiel in Nürnberg gemacht haben. Ist nicht glücklich ausgegangen. Die Kisten haben wir voll gekriegt. Und einem ganz besonderen Gratulanten freuen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß auch, dass du eine Liste über alle Gratulanten führst und aufschreibst, wer am weitesten entfernt wohnt und dich am Geburtstag anruft. Von Buenos Aires nach Rot sind es fast 12.000 Kilometer. Da dürfte ich doch in der Tabelle ganz vorne mit dabei sein. Nachträglich herzlichen Glückwunsch um 90. Geburtstag, viel Gesundheit, einen wunderschönen Tag bei deinem Heimatverein und mit deinen Gästen und noch viele erfolgreiche Spiele bei deinem Club wünscht dir der immer noch blubbere Pino. Die Nummer 25. Den Anwesenden bescherte der Protagonist einige Lacher, ehe es im Anschluss noch zum gemütlichen Beisammensein bei einem Weißwurstfrühstück überging. Sekt, schnell Sekt. Dann haben wir ein junger Sekt getrunken. Ja, was war das Ergebnis? Zweite Halbzeit waren wir noch benebelt. Das Spiel ist 7-2 ausgegangen. Nie mehr hat es mir nur in der Halbzeit einen Sekt gegeben. Wir feiern 90 Jahre Heini Müller. Auf viele weitere Geburtstage.